Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir sind jetzt in irgendeinem, weiß ich nicht, alten Kolosseum oder was war das hier? Katharin-Anwesen. Ach nee, es ist ein altes Anwesen. Und das mit einer 47er Erscheinung. Das ist heftig. Wird als eigentlich zu stark angezeigt, wie man sieht. Na, Geralt, wo schlägst du hin? Hallo? Ich glaube, wir machen ganz gut Schaden. Dafür, dass es eine 47er Erscheinung ist. Ach ja, stimmt, wir haben jetzt dieses krasse Silberschwert, was ja auch, wenn wir nicht getroffen werden, immer mehr Schaden. Habt ihr das gesehen, wie das einfach mal mit jedem Schlag einen kritischen Schaden gemacht hat? Wie wir einfach mal immer knapp 5000 abgezogen haben? Wie der Kampf einfach mal viel länger gedauert hätte und viel schwerer gewesen wäre ohne das Schwert? Oh mein Gott, ich habe das blöde Gefühl, dass dieses Schwert total overpowered ist. Ohne Scheiß. Wenn ich den Kampf gerade gesehen habe, wenn man nicht, ich meine, man wird auch häufiger mal getroffen im Kampf, aber wenn man nicht getroffen wird, dann macht man Verdammt, jedes Mal... Hier stimmt was ganz und gar nicht. Macht man jedes Mal einen kritischen Trefferschaden, das ist halt schon hardcore, habt ihr ja gerade gesehen. 5000 einfach mal, 5000. Hier stimmt irgendwas überhaupt gar nicht, das merkt Geralt ja schnell, weil wir hatten hier gerade eine fette Erscheinung am Laufen. Von daher ist ja eigentlich klar, dass hier irgendwas überhaupt gar nicht stimmt. Ist da etwa wieder so ein Pedell-Ding? Hast du das gerade richtig gesehen? Mit den Erscheinungen. Komm her. Trauben. Trauben sind immer gut. Kann man essen. Komm her. Wie Schaden wir machen. Vor allem, wenn man ein Monster damit besiegt, dann eines dauerhaft erhöhten Waffenschadens verbraucht. Was soll denn das heißen? Dass das Schwert immer stärker wird, je öfter man ein Monster besiegt mit maximaler Aufladung? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das wäre doch dann noch viel krass overpowerter. Oh, jetzt habe ich gerne Schrott mitgenommen. Was? Ein Waldteufel? Ach du Gott! Mit einem Schlag war ich tot! Oh, wann habe ich ihn gespeichert das letzte Mal? Scheiße. Ein Waldteufel ist wahrscheinlich dann eine Unterform oder eine Art von diesen... Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von diesen Waldschrat, oder? Von diesen Waldschrat-Dingern. Also wird wahrscheinlich dann die bessere Form sein, der Waldteufel. Hat er mich gerade mit... Hatte ich volle Energie? Ich hab's nicht gesehen. Habe ich volle Energie gehabt und habe ihn mit einem Schlag einfach mal getötet? Das würde bedeuten, dass wir nicht getroffen werden dürfen. Moment, wir könnten Quen einsetzen, fällt mir ein. Weil wir machen ja so viel Schaden, dass es eigentlich machbar sein sollte. Volk freigeschaltet. Was denn für ein Erfolg? The embodiment of the five features be given Arendite by the lady... Ah, okay. Ja, Geralt, nimm mal dein Schwert, wäre echt geil. Da steht richtig gut, steht da, da sehe ich gar nichts. Also wird es, glaube ich, nichts. Na geil, wenn wir mal ein paar Angriffe durchführen könnten, ohne dass jedes Mal Quen direkt weg ist. Boah. Auf jeden Fall machbar, aber ein schwerer Kampf. Scheiße, hat mir keinen Quen mehr drauf. Boah, vor einer Sekunde hatten wir noch Quen. Mann.
Was war das denn? Wir hatten doch noch gerade eben Quen, ich habe immer darauf geachtet, dass dieses komische, weiß ich nicht, diese kleine Zauberfeder um uns herumfliegt, die bedeutet, dass wir gerade einen Schild drauf haben. Ein Schlag, also ich probiere es noch einmal, wenn wir das dann nicht schaffen, dann ziehe ich erstmal weiter. Aber, Alter, wann soll ich denn hier hin zurückkehren? Krass. Also der ist, also wenn er mich mit einem Schlag bei voller Energie tötet, ist der so krass viel stärker als ich. Und wir haben wahrscheinlich zurzeit das stärkste Silberschwert, was es im Spiel gibt. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann ein stärkeres Silberschwert finden. Das hat einfach mal 100 Angriffspunkte mehr als das, was wir vorher drauf hatten. So, und also Rüstung halt, klar, bessere Rüstung werden wir noch finden, aber das ist heftig. Okay, Quen ist weg. So, jetzt ist zur Zeit ist. Och, Geralt, Geralt! Weg. Der Angriff ist am besten, da können wir nämlich die meisten Schwertstreiche setzen. Geschafft? Oh krass. Was für ein Kampf, Alter. Was für ein Dark Souls Kampf. Nice. Ja, chill mal wieder. Das scheint jetzt erst ein Blood and Wine neu zu sein. Aber hatten wir nicht schon eine verlassene Stätte in Blood and Wine, wo er das nicht gemacht hat? Mit dem Meditieren, aber es kann auch sein, dass ich mich gerade. Oh, ich wollte mal was Neues trinken, mein Idiot. Es kann auch sein, dass ich mich falsch erinnere und es war auch in Hearts of Stone. Nice, schöner Kampf, der hat mir gefallen. Aber ohne das Schwert, das ich gerade habe, glaube ich, hätte ich es auch schaffen können, denke ich. Aber es hätte viel, viel länger gedauert, weil wir halt einfach viel, viel weniger Schaden gemacht hätten. So ist es jetzt wieder so, dass hier die Leute durchdrehen. Ach, es ist schon wieder so, dass da hier eine Leiche ist, die irgendwas Interessantes drin hat. Das scheint einfach dazu zu gehören. Warum, weiß ich nicht. Charlottes Tagebuch. Sorgfältig geführtes Tagebuch, das letzte Dutzend Seiten mit nervöser Handschrift beschrieben und von Tränen gewellt. Ich verliere die Hoffnung, dass die Wahrheit Frankois jemals erreichen wird, dass er jemals aus meinem Leben verschwinden wird. All mein verzweifeltes Flehen, er möge mich uns in Frieden lassen, war vergebens. Ich war dumm und naiv zu glauben, er würde aufgeben, nachdem er Albert und mich zusammen gesehen hatte. Ich willigte ihn in ein letztes Gespräch ein. Ich wollte ihm unmissverständlich deutlich machen, dass ich ihn nicht heiraten kann und er mich vergessen muss. Doch ich betrank mich und sein Blick war so anrührend traurig. Er hatte mir Juwelen als Geschenk gebracht. Ich warf sie zu Boden, bedeckte sie mit Staub und sagte, ich würde ihn heiraten, wenn Weinreben aus ihnen wüchsen. Frankoi verstand nicht. Wenigstens hat er mich heute in Ruhe gelassen. Durchs Fenster sehe ich, wie der Sturm draußen wütet. Bald wird es Regen geben. Hunde heulen den Mond an. Katzen singen ihr Nacht. Serenaden.
Dies wird eine schwere Nacht und ich bin so seltsam unruhig. Ist es möglich, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist? Soll das jetzt heißen, dass der Typ irgendwie dafür gesorgt hat, dass der Waldteufel gekommen ist? So, da scheint er auch so ein bisschen... Ob Gian Fanelli mir einen Kredit gibt, kann meine Frau als Sicherheit haben. Sie haben dich verspottet. Einen Wanderer aus dem Norden. Wenn du nicht gekommen wärst, würden sie sich vor Angst noch immer in die Hose machen. Danke. Bitte. Also, ich habe jetzt hier... Ich habe Fieber. Okay, dann sollst du dich hinlegen, wenn du Fieber hast. Ich habe jetzt hier ein riesengroßes Anwesen befreit. Hier gibt's, na gut, ist eigentlich wie klar, dass es hier keinen Händler gibt, aber... Okay. Egal, wir gehen jetzt trotzdem zum Hauptquest, auch wenn es irgendwie ein bisschen enttäuscht war. Vielleicht sollte ich mir noch ein paar Trauben klauen oder so, als Wiedergutmachung. Bist du so grau geworden, weil du die Hexen verfolgt hast? Ach Gott, Kupferbecher. Könnt ihr behalten, was soll's, ich brauch's nicht. Wie viel Geld haben wir denn zurzeit? Keine 5000, aber wir haben ein paar Sachen zum Verkaufen. Vor allem unser Silberschwert sollte einiges wert sein. Wir müssen halt nur auch mal einen Händler finden, der es dann kaufen kann. Aber bisher war es halt so bei Blood and Wine, dass hier die Händler im reichen Buclair quasi wirklich viel Geld hatten. Das war ganz cool. Wildpferde, ob man die auch reiten kann? Vorsicht! Scheint ein Tick kleiner zu sein als Plätze, wirkt zumindest so. Neue Markierung, Eingang. Komm schon! Aha. Ich werde wunderbar zurechtkommen. Ich muss darauf bestehen, Graf. Komm doch mal her! Mit uns an der Seite bist du sehr viel sicherer. Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob? Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde. Wie Schweine. Schwarz und haarig. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Gerne doch. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Okay, aber erstmal reden wir noch mit dem Typ, bevor wir da reingehen. Graf Billadal. Nee, Billadal. Eure Sorge rührt mich, Männer. Wirklich. Aber ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Vergebt mir. Aber ich gehe vor wie geplant. Ah, da ist ja meine Begleitung. Hallo. Sei gegrüßt, Weißer Wolf. Sicher hast du meine Nachricht gesehen. Ach, dumme Frage. Du bist ja hier, also hast du sie gesehen. Vergib mir. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Graf Billadal und ein großer Bewunderer deiner Taten. Danke. Das hört man als Hexer nicht oft. Aber Herr Graf, du willst doch nicht nur mit diesem Hexer reisen. Sicher, er mag ein zäher Bursche sein, aber deine Expedition ist zu riskant. Es ist nicht gerade klug, uns nicht mitzunehmen, wenn ich das sagen darf. Du übertreibst, Wilma. Ich werde wohl einen halben Tag überstehen können, ohne dass mir jemand den Hintern wischt. Meine Wächter lamentieren, Hexer. Aber du musst ihnen vergeben. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Wie du gewiss der Nachricht entnommen hast, habe ich einen außergewöhnlichen Auftrag für dich. Ich bin ein Naturfreund, Hexer. Ein Liebhaber der Wildnis. Und in Toussaint gibt es viele Arten, die man sonst nirgends findet. Ich würde dich bitten, mich auf eine Expedition zu begleiten, die den Zweck hat, diese Arten zu bewahren. Klar. Natürlich sollst du mich beschützen, falls nötig. Weißt du, meine Wachen haben die Augen überall und melden meiner Frau jeden Leichtsinn, wenn ich auch nur einen Kratzer abbekomme. Und dann wehe mir. Graf Billadal, der berühmte Geflügelzüchter, nicht wahr? Das war mein Großvater. Guter Mann. Ich selbst handle mit Wein. Ich importiere die feinsten Jahrgänge in meiner Heimat, Kuhwil.
Deswegen bin ich so oft in Beauclair. Und bei meinen Besuchen genieße ich eben auch die Natur. Und dazu brauchst du wirklich einen Hexer? Du hast doch deine Wachen. Nimm die und spar dir das Geld. Das könnte ich machen. Aber die Männer brauchen auch mal frei und müssen sich entspannen. Nicht wahr, Jungs? Außerdem mangelt es mir nicht gerade an Geld. Warum also nicht? Ah, hier geht es also um einen reichen Mann, der sich zu Tode langweilt und das Abenteuer sucht. Außerdem geht es um Clarissa, die... Vilma, bitte. Die was? Meine Tochter. Ich bringe ihr immer etwas von meinen Reisen mit. Ein Souvenir. Sie freut sich jedes Mal so. Aber wir wollen nicht von meiner Familie reden, sondern von unserem Vorhaben, nicht wahr? Ich muss ein paar Einzelheiten wissen, bevor ich etwas sagen kann. Wohin gehen wir und was genau ist meine Aufgabe? Allgemein gesprochen werden wir die regionale Flora und Fauna bestaunen. Und dabei bewahre ich vielleicht dies und das. Bewahren? Ich habe da so ein Gerät, weißt du? Einen Perestisomaten. Er fängt Abbilder ein. Perestiso wie? Er ist eine Art transportables Megaskop, das Augenblicke einfängt und in Illusionen verwandelt. Die nehme ich dann als Vorlage für Bilder. Ich soll also mitkommen, um Pflanzen und Tiere zu begutachten? Darauf läuft es wohl raus, ja. Allerdings musst du zuerst herausfinden, wo die Kreaturen, die ich bewahren will, nisten. Ich kenne ihre Reviere nur ungefähr. Tja, und wenn es Ärger gibt, haben wir dein Schwert zur Hand, was? Also, abgemacht? Reden wir, das ist keine Aufgabe für mich. Ich übernehme den Auftrag. Klingt ja nicht schwer. Ich wäre froh, mal was Schönes zu machen. Wunderbar. Hier, deine Karte. Bevor ich hierher kam, habe ich mehrere Jäger aufgesucht. Sie haben die Habitate der interessantesten Arten in die Karte eingezeichnet. Gute Idee. Das spart uns Zeit und wir müssen keine Spuren lesen. Brechen wir auf? Ja, brechen wir auf. Das Licht ist gerade ideal. Ach, hätte ich nur den anderen Auftrag erstmal sehen. Jetzt muss ich ja wahrscheinlich hier weg. Nur dies, kipp das aus, fink da drüben. Sollen Sie mich doch mal. Ich habe die Karte, also gehe ich am besten voran. Ich gehe jetzt einfach hier rein. Willst du nicht lieber mit deinen Wachen hier? Ach was. Es ist himmlisch, sie hin und wieder los zu sein. Glaub mir, sie sind die reinsten Glucken. Ich will die Natur genießen und bewahren. Ich will nicht erleben, dass sie wegen übertriebener Angst um mein Leben zerstört wird. Und wenn die Natur uns angreift? Dann bleibt uns keine Wahl. Ich will nicht als Beute enden. Du? Aber solange alles ruhig bleibt, müssen wir nicht provozieren. Das ist mir ganz besonders wichtig. So, wir werden... Also ich mache jetzt den Auftrag hier trotzdem, weil der Typ geht mir einfach hinterher. Das ist ganz geil. Ich hoffe nur, der stirbt jetzt nicht. Ich habe auch vorher gespeichert, aber ich denke, das wird gehen. Ach fuck, das wollte ich gar nicht machen. Was das Ding für einen Schaden macht, ist unglaublich. Was? Arachnomorph? Neuer, hä? Kennen wir doch schon. Oder einfach nicht. Ach nee, Quatsch, Endriagen kannten wir, aber Arachnomorph ist eine richtige Spinne. Die Spinne darf sich nicht mit der Fliege paaren. Ophirisches Sprichwort. Diese Redewendung ließe sich auf Arachnomorphe und alles anwenden, was ihnen nicht entfliehen kann, also praktisch jede andere Kreatur. Dabei müssen Bauern und Holzfäller sich noch am wenigsten vor ihnen fürchten, denn Arachnomorphe bevorzugen als entfernte, postkonjunktive Verwandte der Spinne tiefe, finstere Höhlen und abgelegene Moore. Wer dennoch auf einen Arachnomorph stößt, hat Glück, wenn er ein reines Gewissen und Ordnung in seine irdischen Belange gebracht hat, da sein Leben umgehend enden wird.
Vor Arachnomorphen kann man nicht davonlaufen und nur ein paar wenige Hexer wissen, sie zu töten. Noch schlimmer sind Arachnomorph-Kolossi, aggressiver, gefährlicher und imstande, binnen Sekunden einen Ochsen zu verschlingen. Lecker! Ach, da war der Direktor. Das ist natürlich cool. Schrott brauche ich nicht. Ist es denn hier so dunkel? Hä? Ich hab doch Katze drin, warum ist denn hier so dunkel? Muss ich das verstehen? Oh, fuck. Wollen die mich verarschen? Ich sehe gar nichts. Die sind auch eigentlich dann am... Hä? Muss ich das verstehen? Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen weißer Honig. Ich verstehe aber nicht, warum ich hier drinnen nicht sehen kann. Hä? Bin ich doof? Das weiß ich auch nicht. Ah, jetzt macht das Sinn. Warum hat denn das vorher nicht geklappt? Dass die so aussahen. Okay, es hat gar nichts gebracht. Also Art. Also eine weniger. Was war auch die Chefin? Fuck, oh fuck, oh fuck. So blöd. Oh nein, oh nein. Zum Glück haben sie es nicht ausgenutzt. Oh, Freunde. Hat auch mich anzuspucken. Was haben auch diese anderen... spinnartigen Thesen, Entriagen oder wie die heißen, das haben die doch auch gemacht. Ich glaube, ich wäre wiederbelebt, wenn ich sterbe, aber das ist gerade ein ziemliches Risiko. Nein, 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 nein. Na also. War's das? Oh, sag bloß, das waren noch nicht alle Spinnen. Oh Gott. Sonst wäre jetzt wahrscheinlich eine Info gekommen. Ich denke, wir speichern hier erstmal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.